Tja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, ich bin wieder mal in älteren Zeiten gelandet. Dieses hier wird normalerweise daraus getrunken. Ich trinke es erst aus dem Stamperl. Es handelt sich um Met. Prost! Very lecker, kann ich nur sagen. Und um das Ganze jetzt geografisch auch ein bisschen einzuordnen, ich bin hier beim Schloss Jedenspeigen gelandet, beim alljährlichen Mittelaltertreiben. Schloss Jedenspeigen ist ja traditionell mit der Geschichte rund um König Rudolf I. und Ottokar von Böhmen verbunden. Ferrum ex Danubia, zu Deutsch Eisen aus der Donau, zeigen uns hier Kampftechniken aus dem Mittelalter. Der Höhepunkt der Vorführung, quasi eine Art Royal Rumble à la WWF. So, das sind die Finalisten. Und das ist der Sieger. Ja, und hier links und rechts vom kleinen Stadtstreicher sehe ich zwei gut gerüstete. Die haben vorher soeben tolle Kämpfe gezeigt. Ferrum ex Danubia. Erste Frage, wie kommt man zum Namen Ferrum ex Danubia? Wir haben uns überlegt, irgendwas eher Allgemeines, dass es jetzt nicht so spezifisch zum Beispiel zum Deutschen Orden ist, einerseits. Und ja, wir laufen in Eisen rum. Wir kommen aus Wien, Donau, Ferrum ex Danubia. Also das Eisen der Donau. Was liegt näher? Ja. Der Name war geboren. Genau. Was macht jetzt, ich meine für euch sowieso, was macht für die Leute allgemein die Faszination aus Mittelalter und alte Zeiten? Eigentlich also ja nicht logisch. Für mich ist es ein bisschen eine Flucht von der Modernen, ein bisschen das Entschleunigen, ehrlicherweise. Sie sagen für sich die Kinder, wenn man sich anschaut, die Kinder fliegen auf die Ritter. Also das, auf was alle eigentlich immer warten, ist, dass sie ein schönes Foto mit einem stattlichen Ritter machen können. Ja, und das verstand man dann im Mittelalter unter Kaffeekränzchen. Oder auch Damenrunde. Tonight.
der Knappe ist ganz auf dem Boden. 1, 2, 3. Und wie es aussieht, sie hat Mitleid mit dem armen Knappen und sie begnadigt ihn. Sehr schön. Applaus bitte. 1, 2, 3, 4. Oh. Und der arme Knappe, der hat sogar sein Schild verloren. So. 1, 2, 3, 4. Oh, der Bursche hat das sehr schlau gemacht. Der Knappe hat diesmal gewonnen. 1, 2, 3. Auf den Pool getroffen. Applaus bitte. Sehr schön. Und auch das Schwein wurde getroffen. Auch hier wurde der Bogen getroffen. Oh. Und, oh, ein heftiger Schlag, Wilhelm fällt. Und, wie es aussieht, oh, der Bärler fällt, der ist nicht im Sattel geblieben. Und, oh, das war. Der Barran ist vom Ross gefallen. Und, oh, wie es aussieht, beide haben die Lanze gebrochen und beide sind auch im Sattel geblieben. Der Kampf geht also weiter. Auf gut Deutsch, das ist eine arme Sau. Ein Ringpanzer, greifende Ringe.
und wiegt um die 13 Kilo. Ein ziemlich schweres Rüstungsstück. Das sogenannte Plattenrock. 1330 gehört sie dann fast schon zur Grundausstattung, den Wappenrock. Eines der wichtigsten Ausrüstungsteile im Mittelalter, der Helm. Ein guter Handschutz ist wichtig. Hier haben wir bereits eine frühe Form der Plattenhandschuhe. Was wäre ein Ritter ohne sein Schwert? Der Kübelhelm bietet einen guten Gesichtsschutz. Schild mit dem Wappen unseres Ritters. Und hier haben wir die primäre Waffe des Ritters, die Lanze. Er reitet nämlich zu Pferd und mit der Lanze führt er seine Angriffe. Ob ich mit diesem Zahnstocher diesen Ritter ärgern kann? Da verbiege ich mir vorher meinen Zahnstocher, also lasse ich es lieber bleiben.